Willkommen in der Open OLAD Academy mit Profiwissen für Betreuer. Im Folgenden erklären wir Ihnen die Unterstützung von Open OLAD für das Contact Tracing, also die Kontaktverfolgung gemäß gesetzlicher Vorgaben. Beim Contact Tracing mit Open OLAD wird dann an verschiedenen Orten, zum Beispiel verschiedenen Räumen einer Bildungseinrichtung, unterschiedliche QR-Codes aufgehängt. Beim Betreten eines Gebäudes oder Raumes scannt jede eingelassene Person diesen QR-Code mit ihrem Smartphone und registriert sich damit in Open OLAD. Entweder mit bestehendem Account oder als Gast. Open OLAD verschickt daraufhin eine automatisch erzeugte Bestätigungsmail. Als verantwortliche Person hängen Sie je Raum oder Standort einen QR-Code am Eingang auf, den Ihr Administrator für Sie erstellt hat. Sie können Ihren Administrator dabei unterstützen, indem Sie im Open OLAD Handbuch die Excel-Vorlage herunterladen, ausfüllen und Ihrem Administrator zustellen. Er erstellt dann die QR-Codes. Das scheint vielleicht etwas umständlich, ist aber eine Sicherheitsvorkehrung. Außerdem liegt es an Ihnen, allen Besuchern, Schülern oder Studenten das Funktionsprinzip zu erklären und sicherzustellen, dass sich alle eingelassenen Personen registriert haben. Führen Sie eine Veranstaltung oder Unterricht durch, können Sie einfach alle Anwesenden bitten, kurz Ihr Smartphone mit dem grünen Registrationsnachweis zu zeigen. Nach dieser Überprüfung kann jeder auf den Button am unteren Rand des grünen Registrationsnachweises tippen, um dieses Fenster wieder zu schließen. Sollte es sich herausstellen, dass eine infizierte Person anwesend war, müssen alle anderen Personen benachrichtigt werden. Dazu darf auf Verlangen der Behörden ausschließlich eine autorisierte Person eine Excel-Liste aller an diesem Ort zur fraglichen Zeit anwesenden Personen exportieren. Jeder Zugriff auf diese Daten wird in Open OLAD protokolliert, um Missbrauch zu vermeiden. Für das Contact Tracing ist in Open OLAD ein Modul vorhanden, das vom Administrator freigeschaltet und eingerichtet werden muss. Bitten Sie um Aktivierung, wenn Sie und Ihre Bildungseinrichtung den Gesundheitsbehörden im Bedarfsfall zur Pandemiebekämpfung Kontaktdaten zur Verfügung stellen müssen. Beim Contact Tracing, also der Kontaktverfolgung, geht es im Unterschied zum Tracking nicht darum, ein genaues Bewegungsprofil aufzuzeichnen. Vielmehr geht es um einen möglichst weitgehend anonym gehaltenen Aufenthaltsnachweis, der aber im Bedarfsfall zur Pandemieeindämmung mögliche ansteckende Kontakte rekonstruieren lässt. Deshalb, Open OLAD zeichnet keinerlei Bewegungsprofile auf. Die Tracing-Daten werden in Open OLAD separat gespeichert und nicht mit sonstigen Lernerdaten verknüpft. Der Nachweis für den Aufenthalt an einem bestimmten Ort wird automatisch nach einer bestimmten Zeit gelöscht.